können in Deutschland noch begeistern. Und dafür müssen wir doch nur eins im Kopf haben, nämlich be different or die. Heißt, sei anders oder sterbe. Sei einfach ganz anders. Und wenn du es nicht ganz so pathetisch haben willst, dann kannst du es auch mit der Weisheit der Dakota-Indianer halten, die da lautet, wenn das Pferd tot ist, steig ab. Das heißt, wenn eine Strategie nicht mehr funktioniert, nimm eine neue. Aber wir kloppen mit Rabatten auf toten Böcken rum. Ich bin letztens beim Teppichhändler vorbeigefahren, da stand am Fenster 80% Rabatt, wenn du einen Teppich kaufst. Was willst du danach machen? Danach kannst du nur noch an deine Scheibe schreiben, 10 Euro, wenn du den Teppich rausträgst. Das ist aber doch nicht die Idee von Vertrieb. Wir brauchen eine Formel und die Formel lautet, nimm dein Produkt oder deine Dienstleistung, pack einen Zusatznutzen hinzu, das macht dich erfolgreich. Und es gibt einen Satz, Kleinigkeiten sind nicht viel, sie sind alles. Und ich lade Sie jetzt in mein Leben ein. Wissen Sie, mein Leben war bunt. Ich habe vor der Schule immer schon geputzt. Ich habe für 3,50 Mark in der Pommesbude gejobbt und hatte damals den großen Wunsch, ich werde Rechtsanwältin. Ich verteidige die Armen und Unterdrückten. Das war ein frommer Wunsch, das Studium hat null geklappt. Abi gerade so mit 3,1, naja, was willst du machen? Studierst du Jura. Also. Und dann habe ich Karriere gemacht und habe im Fitnessstudio an der Theke angefangen für 4 Mark die Stunde. Und mit diesem Fitnessstudio waren wir dann mal bei einem Motivationstrainer. Ungefähr wie hier. 1000, 1500 Leute, alle mussten aufstehen, sich den Rücken massieren, Bälle in der Luft halten. Ich saß ganz hinten, hab mir das angeguckt, hab gedacht, geil, das kann ich auch. Und hab mich am 01.01.1998 mit 15 Quadratmetern im Keller meiner Eltern selbstständig gemacht mit Ben Seid Motivationscoaching. Sie können sich vorstellen, die Welt hat nicht auf mich gewartet. Und jetzt fahren Sie mal als Frau mit 24 Jahren in einem türkisfarbenen Opel Corsa zu den Konzernen dieser Welt und sagen, Leute, ich schule eure Führungskräfte. Dann sagen die, Mäuschen, geh mal noch ein bisschen auf die Wiese. Und wenn du grün in der Dorn bist und die gibt's dann noch, darfst du wiederkommen. Also, ich musste mir etwas überlegen und ich hasse bis heute klassischen Verkauf. Denn ganz ehrlich, wenn Sie auch noch Verkaufsschulung sind und man bringt Ihnen bei, du musst auch eine Frage stellen, dann ist das Kacke. Dann stell dir mal vor, ich gehe in den Schuhladen, ja? Dann kommt eine Verkäuferin auf mich zu und sagt, was suchen Sie? Schuhe. Wofür genau? Für meine Füße. Was wollen Sie damit machen? Laufen. Dann hat sie technisch alles richtig gemacht, war trotzdem Kacke. Der klassische Verkauf ist ehrlicherweise abgenudelt. Jeder hat schon mal so eine Schulung gemacht.